Oh, Sky, ich habe einen echt schweren Unfall. Ich kann meine rechte Hand heute Abend nicht benutzen. Ja, das klären wir später. Danke, Sky, du bist die Beste. Kevin? Ja? Ich möchte, dass du jetzt sofort zu Amelie gehst und mit ihr redest. Die Frau ist gestanden wie ein scheiß Löwe und hat dich verteidigt. Die wollten dich mitnehmen, die wollten deinen bewusstlosen Körper mitnehmen. Amelie hat nicht wie ein Löwe mich verteidigt, sondern hat mein Geld geklaut und mich ausgeraubt. Alle meine Sachen sind weg. Das hat sie weggenommen und meinte, ich habe voll viel Geld bei mir, ich muss schnell zu einem ATM. Die haben Amelie gedroht, auf sie zu schießen, wenn sie dich nicht rausrückt. Die hat dich nicht hergegeben, die haben auf sie geschossen im Endeffekt. Muss ich sagen, was ist? Rede jetzt mit ihr. Also. Die hat dir das Geld aus der Tasche gezogen, damit du nicht abgezogen wirst. Die wollten dich mitnehmen, die hätten dir alles abgenommen. Sie wird dir das Geld doch zurückzahlen. Du siehst, wie es hier abgeht. Du brauchst ja eine Freundin. Du kannst nicht mit, nur mit Liam ganz da rumlaufen. Du siehst eh, wie das daraus wird. Ich rufe noch jemand an. Ich massiere dir dann noch die Eier, wenn du dich vertagst mit ihr. Kevin! Vanilla! Ich hab was für dich, Kevin. Soll ich dir mal ein Bild schicken? Ich hab für dich Hamudi und Lia, beide gefesselt. Und du denkst, ich bin so blöd. Alleine, ich schicke dir ein Bild. Du denkst, ich bin so blöd. Ja, Alton? Chief. Oh. Chief. Ich weiß nicht, ob ich ihnen vertrauen kann, Chief, aber sie sind der Einzige, dem ich noch glauben kann. Sie sind im PD, oder? Okay, angenommen, ich hätte jetzt ein Foto von zwei Geiseln. Müssten Sie diese zwei Geiseln retten? Natürlich müssten wir die retten. Oh Gott, sie haben keine Zeit, ne? Sie können nicht weg, ne? Gucken Sie ins Screenshot sofort. Ich habe Call bekommen von Vanilla. Er meinte so, ich habe Hamudi und Lea. Wir wissen auch gar nicht, wo das ist. Verstehen Sie, ich gehe da allein hin, aber ich brauche doch Backup. Sie das ein paar Minuten hinzögern? 5 Minuten. Alles klar, bis gleich. Ja, Bro. Hey Kevin, hör mal zu. Also, ich wollte Liam entführen. Komm. Sag mir einfach ehrlich die Wahrheit. Warum solltest du die beiden festnehmen und die f***en wollen und dann sagen, komm alleine? Ist einfach, jeder in dieser Stadt ist ein 31er, also bin ich jetzt auch ein 31er. Ganz einfach ist das. So. Sky, lass mich fahren, vertrau mir. Geh auf Beifahrer. Du musst ohne Cops kommen. Ich meine das ernst. Also, du kannst Cops holen, aber dann hast du Hamudi und... Nein. Komm, ich schwöre allein. Okay. Also, wenn du mich f***st, kein Problem. Wohin fahren wir? Das sind 6 Kilometer. Sag mir bitte, guck mal, du willst mich doch aufgehen. Ich predikte dir jetzt, was dein Plan ist. Und wenn ich die Wahrheit sage, dann gibst du mir wenigstens eine Minute mit denen alleine. Dein Plan ist, du hast die beiden gefesselt, weil du 31er warst. Du bist ja Vanilla, der große Löwe, der König der Stadt. Du sagst mir, ey, die sind komm, gefesselt, komm alleine. Und dann, wenn ich da bin, wirst du mich auch fesseln und wirst sagen, jetzt hab ich alle, die ich wollte. Ey, du bist so dumm, Kevin, jetzt haben die gecheckt, dass ich mit dir telefoniere. Komm doch mal jetzt her, du Idiot. Vanilla. Ach, der wird mich eh viel besser auf. Ich hab Geld von dir. Ich möchte dieses Geld nicht. Frau da hinten. Kevin, was haben wir vorhin besprochen im Krankenhaus? Da vorne. Einfach eine Strandparty. Ach, Liam liegt. Ich bin da. Wenn ich jetzt gekriegt werde, werde ich gekriegt. Ja, ein Mann, ein Wort, Kevin. Ganz, warte, können wir kurz unter vier Augen sprechen? Guck mal, ist das so eine Nummer, wo ich gleich gefickt werde? Oder kann ich wirklich, guck mal, da... Ich hab den nicht mehr so lange. Da habe ich eine freie Verfügung. Ja, wir müssen aber seine Festen gleich erneuern. Gut. Also, Hamudi. Wie ein Opfer. Aber ich schwöre auf alles, es wird auf jeden Fall ein Konsequenzen geben. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Und die kleine Schlucke, die auch große Fresse hatte. Oh nein. Du bist trotzdem gefesselt. Du F***. Komm mal stehen. Bleib stehen. Ey, Hände hoch, du Wichser, mach die Hände hoch. Wenn er nicht steht, bleibt, dann schießt ihm doch einfach. Ey, schieß ihn an. Ah! Ich hab, was ich wollte. Ey, das war nicht Teil der Vereinbarung, Kevin. Mach dein Auto auf. Fahr weg, Sky. Du musst weg. Fahr einfach. Das sind solche Trottel. Ja, Sky, du bist die Beste. Ey, die haben so lange gebraucht. Wir haben das nicht gecheckt. Ey, die sind solche Amateure. Die haben es schon wieder nicht geschafft. Und es war echt kurz davor. Eins in den Chat, wenn wir alles aussagen, genau. Guck mal, eigentlich wollte Vanilla mich ficken, aber ich habe Hamudi gefickt. Dann wollten die mich ficken, aber Ronny hat mich auch so... Digga, wir sind entkommen, Leute. Man muss die Chance sehen und ergreifen und nicht diskutieren. Bist du eigentlich noch Taxifahrer? Ich wollte heute kündigen, tatsächlich. Krass. Warum? Kein Bock mehr? Ja, bis meine 300.000 und ja, dickes Auto kaufen, dann habe ich alles, was ich brauche. Mara. Warten. Ja, Zwangsheirat. Chief. Okay. Sie müssen mich einmal entfesseln und bitte einmal eine schwere Behandlung. Ist Vanilla auch hier, pass auf. Kommen Sie mal mit, ey. Ja, kommen Sie. Sie müssen mir das Gift wieder raussaugen. Ach du Scheiße, da sind ja die Mörder und die Entführer von eben. Ey, du bist so ein ehrenloser Hund. Nein. Du wolltest mich f***en. Bro. Nein, du hast mich festgenommen. Ich hab ein Dispatch gemacht an die Cops, Herr Medic. Deswegen.
Chief. Machen Sie jetzt nichts falsch. Da vorne ist Wanda Klein. Ich bin hier gefesselt hingekommen. Ronny ist mein Zeuge, der Taxifahrer des Vertrauens. Ich hab's Fall auch gesehen und ich bin eigentlich neutral. Jetzt bin ich, jetzt habe ich Zeit, Herr Mediziner. Bitte schnell Pflaster, bitte Pflaster, bitte. Ich werde aber wahrscheinlich nicht mehr lang hier im Medic sein, ja. Warum kündigen? Es ist so langweilig hier. Ja, glaube ich Ihnen. Aber Sie sind mein Lieblingsmediziner, ohne Spaß. Und das auch, Kevin. Hast du, ich leg dich wieder hin. Leg dich wieder hin. Leg dich wieder hin. Wie redest du mit dieser Dame? Halt deine Schnauze. So redet keiner mit Amelie. Der hat eine Knarre! Hör auf, ist eine Knarre! Hilfe! Jetzt werden die noch mehr gefickt. Jetzt kriegt er noch Mord. Er kriegt Mord. Knarre weg, Mord. Die machen so viel Minus. Knarre weg, Mord. Geil, Digga. Nicht mit dem Lord. Ansprechbar. Sie schon wieder. Ich hab sie vermisst. Was soll ich sagen? Ich hab sie so vermisst. Ich dachte mir, ich komm direkt wieder rein. Ja, ich weiß auch nicht. Der mit den falschen Leuten. Der Streit kommt zu mir. Danke, Sir. Ich danke Ihnen. Ja, schönen Abend noch. Ne? Ich sehe dich doch da vorne, Komm mal her. Malena, lass uns doch einmal wie Männer auf der Bank da reden. Unter dem Licht. Ich will dir ein faires Angebot machen. Malena, wenn du ehrlich bist, du wolltest mich gerade eben da hinten ficken. Doch, ich war nämlich dann irgendwann gefesselt. Auf einmal. Und auf einmal wurde auf mich geschossen. Und ich biete dir an, lass uns doch einfach Freunde werden. Freunde. Sowas von scheißegal, was deine Story mit Hamoudi ist. Und hab dich da hingebracht und hab dir die beiden, die du niemals kriegen würdest, weil dein IQ nicht ausreicht, auf den Präsentierteller. Jetzt beleidigst du mich schon wieder. Ey, wir brauchen nicht zu reden, wenn du mir so kommst und mich disrespektest, du bist sehen, was wir in dieser Stadt noch haben. Ja, aber Valera, du hast doch gesagt, meine Kuh ist niedrig. Ist das Hamoudi da links? Ja. Hast du auch hier irgendwo, Leon? Nein, ich hab gar nichts. Ich bin ausgekippt worden, 400 Mal, Digga. Ronny, kannst du Taxi klären? Ja, das stimmt. Kontakte dies, das, du bist doch hier. Ja, ich mir überlegen gerade, was der nächste Step ist. Ja, erstmal dein Auto holen, Leon. Ja, das müssen wir echt holen. Ja, wo ist denn hier ein Taxi? Hä? Ja, ja, das ist Liam. Seht ihr das auch? Ich sehe das auch, ja. Leon, was machst du da, Bro? Was machst du da, Alter? Machst du den toten Hund? Machst du ein paar... Komm, dreh dich. Komm mal her. Hä? What the fuck, Alter? Ja, hol mal Taxi. Wir warten auf Taxi, let's go. Ja, oder auf Sky, die sind 6 Minuten oder so im Knast. Ja, dann warten wir halt. Und deine Schere übrigens. Leitstelle, hallo, man hört sie nicht. Hallo, die Leitstelle, hallo Leitstelle, wie geht's? Gut, und Ihnen? Ja, mir geht's auch gut. Ja, ich wollte nachfragen. Ich habe einfach mal gerade an Sie gedacht, Leitstelle. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, dass die Leitstelle kein Callcenter ist, ja? Ach so, Leitstelle, ich bin hier im Krankenhaus, oder? Ich habe ganz schlimm Husten. Was kann ich denn da nehmen? Bitte zu meinem ich muss auch einsteigen, die gehen shoppen. Wo ist Amelie, Sky? Die ist nicht mehr ins Telefon gegangen. Die ist noch in Hubs. Ich fahr. Ach, Sky, du stehst doch auf Schläge. Aber nicht unter diesen Umständen, da bin ich meistens nackt, du Idiot. Gut, da habe ich mal wieder nicht richtig aufgepasst. Tut mir leid. Du hast heute 7000 Minus gemacht, ja, Leon. Mach jetzt den scheiß Wagen. Ich kann. Kuchensohn. Oh no. Wir werden verfolgt. Oh, nicht schon wieder Polizei. Man, die kriegen uns aber nicht alles gut. No, gut gefahren. Du Scheiße, Alter. Leon? Wo sind wir? Wo treffen wir uns? Pidi? Wir holen noch die Alte da ab. Ich hab Amelie schon. Ja, wo seid ihr denn? Ey, geh weg, Hamoudi, du hast noch was du wolltest. Geh weg. Wo seid ihr denn? Ich fahr zum PD. Was wird das machen? Was ich reinschreiben? Schießt der? Ja. Doch nicht. Ich fahr besser als er, keine Sorge, er ist ein schlechter Fahrer. Ich komm direkt vors PD, direkt davor. Ich hab keinen Tank mehr. Er dreht ab. Ich werd bedroht, Herr Officer, hier. Die schießen hier wirklich, ohne Spaß. Sag, die sollen kommen. Die schießen, ja, Officer, da vorne, weiß, hier vorne. Die haben geschossen, Officer, sie haben's gehört. Nee. Ja, sorry. Fahr nach unten, Ronny, da sind überall, liegen Leichen. Looten. Da ist Free Loot. Was für Looten? Bruder, hä? Du kannst auch bei Handtaschenklau sagen, Looten. Ja, Kevin hat mich Die werden alle erschossen. Die gehören dazu, Officer. Der Roten, der gehört dazu. Sehr gut, Herr Officer. Funken Sie durch. Wir sind auf Ihrer Seite. Der überfährt den einfach. Oh mein Gott, ich seh's. Loot. Schnell. Mach leer, Ronny. Wir müssen sofort weg. Park Hotel bist du, ne? Yeah. Oh mein Gott, wir haben so schnapp gemacht. Ey, Leon, ich hab alles. Ich hab ne Glock, Leon. Elektroschocker, ich hab Schlagstock, ich hab alles.
Oh mein Gott. Ey, Leon, ja, wir sind voll die Sieger. Leon, wir sind voll die Sieger. Ich hab gar nichts. Wo bin ich ein Sieger? Ronny hat viel genommen. Hat Ronny gekündigt? Ey, wir haben so fett Plus gemacht. Oh mein Gott. Warte mal, wem gehört denn das Auto? Geklaut. Geklaut von den Entführern. Alle hoch, alle hoch, alle hoch, alle hoch. Schnell. Ey, wer ist das hier? Ich werd allen den Arsch versuchen. Oh, 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 oh. Beeilung, schneller. Nein. Wir sehen auch gut. Hey Ronny, ich bin am Hotel, wenn du hier vorbeikommen kannst. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott. Wir haben eine Glock, Schlagstock, Elektroschocker. Ja, ich hab ein Problem. Ich hab die scheiß Karre repariert. Mac. Ich jetzt gar nicht mehr an. Mac. Und nochmal $200. Boom. Bei uns fliegt. Fliegt über diesen Kontostand an. Ich hab alles in der Weihnachtsbäckerei. Hey, kurz. Na, warte kurz. Ronny, mein Schatz, ich hab einen Schlagstock. Du bist aus der Tasche gefallen, ey. So, Hände hoch, Ronny, du bist bedroht. Ey, Kevin, nein, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Schnapp, mach das Krokodil. Schnapp. Hinten, nur hinten. Ja. Vorne lass ich dich einsteigen. Feuchten, vier. Ja. Lass mal das Lied hören. Nein, kein Bock. Ja, du hast von mir auch schon eine Waffe geschenkt bekommen. Wo ist die denn? Ah. Ja, die hast du mir auch geschuldet. Aha. Warum habe ich denn dir eine Waffe geschuldet? Ja, weil ich sie wegen dir verloren habe. Gib ihm das. Guck mal, wie lange er sich Zeit lässt. Jetzt beleidigst du mich auch noch. Leo, ich wollte es wirklich geben, aber jetzt, wo du mich so nennst. Jetzt, wo du mich so nennst. Nein. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Halt's Maul, ich will nicht mehr reden. Ich kauf dir eine Waffe. Ich schick dir Nudes, alles. Ich hab genug Nudes. Guck mal, die Amelie kauft jetzt eine Waffe. Dann bist du zufrieden. Kevin hat meine Waffe. Soll ich dir eine Waffe kaufen? Nein, ich will, dass du mir die Waffe gibst, die Ronny mir geben wollte. Ja, chillen. Er hat dann schon wieder gesagt, piss dich. Warum nicht du, so nicht du, so Mann. Du fühlst dich nicht angesprochen. Doch, Leon, ich werde dir die Waffe geben, Leon. Ich gebe dir die Waffe, Leon, weil du mein Freund bist. Ich wollte dir eine Lektion erteilen. Dieses ganze Gefühl, was du jetzt die ganze Zeit hattest, das ist das Gefühl, wenn man nicht direkt die Sachen aufhebt. Also, Leon, ich werde dir deine Waffe wiedergeben. Oh, oh. Ja, super. Ach, der macht eh nichts. Er macht eh nichts. Alles gut, guck auf die Unter, alles cool. Guck auf die Unter, was soll das denn heißen, ne? Willst du auf irgendwas hinweisen, Mann? Oder? Möchtest du auf irgendwas hinweisen? Ja. Wo ist Liam? Er ist abgehauen. Überreiche mir dein Geschenk. Oh, zwei Knarren heute gemacht, geil. Gib ihm das. Bleib stehen, Leon. Entschuldige dich dafür, dass du mich genannt hast. Du kriegst deine Pistole. Halt deine Fresse. Niemals werde ich mich dafür entschuldigen. Nein, gib Bastard. Ihm die Waffe. Wenn er sich entschuldigt, bekommt er seine Pistole. Entschuldige dich, Liam, dass du mich so genannt hast. Nein, bitte entschuldige er sich, da hab ich zwei Knarren. Der kann mir einen blasen, ja, ich werde ja. Ihn doch nicht... Schade, da muss ich halt die Knarre behalten, schade. Ja, passt. Echt schade. Bitte, Liam. Entschuldige dich, Leon. Bitte entschuldige dich. Bitte entschuldige dich, nicht die Waffe behalten. Kannst du dir nochmal sagen, ich entschuldige mich nicht. Hallo? Ey, Amelie, Ich weiß, wir haben unsere Differenzen, aber ich weiß nicht, was ich mit dem Liam machen soll. Der steigt ja einfach aus dem Auto aus. Guck mal hier, guck mal, was er macht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er will sich nicht entschuldigen. Leute, ich kann mit Amelie nicht rumfahren. Sie macht mich eifersüchtig. Das gefällt mir nicht. Geht nicht. Ist Amelie nicht deine Ex? Ja. Aber ich liebe sie immer noch, aber sag ihr das nicht. Naja, warte mal, sie sitzt hier drin. Er wird es vergessen. Ronny, kündigst du mein Taxi oder was? Willst du kriminell sein? Das habe ich nicht gesagt. Du willst kriminell sein? Amelie, wenn ich möchte mit dir wieder... Nee, doch nicht. Nee, ich will nicht übermütig werden. Ich bin immer noch kackenreich sauer. Mein Gott, knickt dein Ego jetzt ein, Kevin? Ist Sky wieder aufgetaucht? Die schläft. Okay. Wann machen wir das weiter, was wir neulich gemacht haben, Liam? Ich bin heute wirklich nicht in der Lage dazu. Er kündigt die Freundschaft. Per WhatsApp. Waffe ist gleich Schlüssel. Leo, kommst du? Mit ins Zimmer? Zimmer 169, ne? Endlich, wow. 5 Tage gebraucht. Wofür? Dass ihr euch hier wieder die Händchen haltet. Ich hab mein Händchen gehalten, ich hab ein bisschen begrabbelt. Digga, Achmed, ehrlich, das ist ja echt so schlecht. Dass du das auch machst, ist echt peinlich. Ah, oh, Leo, danke, dass du mir die zwei Knarren überlässt, Bro. Boah, ey, wir haben so schnapp gemacht, Jungs. Guckt euch mal die Beute an. Guckt euch mal die saftige Beute an. Knarre, Mac, Elektroschocker, Bruder, bei uns läuft. Ich bin so reich. Es ist die letzte Chance. Orks sind wieder nie wieder Schlüssel. Ich schwöre auf meine Mutter. Leon. Let's go, yeah. Mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei Gunner. Ich zieh am Tanga, ja, die Kleine hat was. Sie ist 10, 14.